Hallöchen. Da sind wir wieder. Oh, hui, ich habe noch Marmelade am Kinn. Was ist denn das? Naja, der eine oder andere weiß ja, dass ich zwischen den Folgen immer mal in die Küche verschwinde und naja, schnabulieren. Also heißt, ich esse irgendwas. Ne? Und jetzt gerade offensichtlich noch Marmelade am Kinn. Nun gut, also neue Folge Software Inc. Heute ist Mittwoch. Bergfest für so viele. Wobei sich auch viele gerade im Urlaub befinden. Ich leider noch nicht. Ich habe erst übernächste Woche Urlaub. Dann geht es aber so richtig ab. Ja. Oh, da. Was ist denn hier los? Da qualmt was. Haben wir nicht. Wir haben doch so ein Typi eingestellt. Was ist denn da los? Ja, es gibt so viele Teams in einem ihrer Räume. Gleich 5 Leute meckern, weil einer vom Core-Team nach oben gewandert ist. Das ist verrückt. Wartet mal. Also die arbeiten einfach nicht, weil da jetzt ein Computer brennt. Also ich meine, ein brennender Computer ist ja wirklich kein Grund aufzuhören zu arbeiten. Also, ich verstehe die Leute nicht. Ich verstehe die Leute einfach nicht. Wir werden die in 2D weiterbilden. So, und da war doch noch jemand mit Fortbildung. Gary, ah ja. Plötzlich ist der Gary wieder freundlich und ruhig und macht was er soll. Das ist gut. Und schicken wir noch auf Fortbildung. Ist er jetzt zufrieden? Ja, guck mal, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn andere Teams um mich herum sind. Jetzt ist er jedenfalls wieder zufrieden. Da habe ich viel zu viel Geld reingebuttert in den Typen. So, wir können die Forschung finishen. You have finished researching hardware. Do you want to file a patent for 45.000? Requires service employees with the level 3 law specification. Ach du Scheiße. Do you want to file a patent? Ja, requires service employees with level 3 law. Pause, wir brauchen ein level 3 law typi. Service law hoch. Mir fehlt da Kompatibilität. Wo setzen wir den denn rein? Wir setzen den in Projekt 2 rein, oder? Ne, wir setzen den in das Support Team. Oder in das Research Team. Ich weiß das nicht. Wir setzen ihn in das Research-Team. Das macht irgendwie am meisten Sinn, glaube ich. Schlechte Kompatibilität hier. Law 3, sehr gut. Den nehmen wir. Bams. So, jetzt Patent. Applying for a Patent. Core zuweisen. Nee, das ist natürlich nicht das Richtige. Dann haben wir natürlich hier. So, da weg, da rein. Habe ich irgendwas verpasst? Ich sagte da weg und da rein. Naja, dann muss ich immer erst schimpfen. So. Dann machen wir mal weiter. Also der macht jetzt ein Patent. Ich bin mal gespannt. Achso, warte mal. Momentchen. Und die Forscher, was machen die so? Die machen mal nix. Okay. Gut, machen die mal nix, sagst du. Research für Hardware Designer. Wir bleiben dabei, ne? You've already researched this tech level. Okay. Ja. Und das heißt jetzt nochmal was? Wir bezahlen die den Rest des Jahres und die machen nichts mehr? Kann doch nicht sein, oder? 8 Level 3 Netzwerkdesigner. Jetzt mal ehrlich. Das ist halt sehr spezialisiert. Macht denn sowas überhaupt Sinn? Okay, das heißt, wir forschen jetzt mal nicht und wir kriegen einfach mal Kohle in den Arm geschoben und machen halt nichts. Gut, freut mich. Sehr, freut mich sehr. Also wirklich, Wahnsinn. Also ich bin wirklich begeistert. Und, achso genau, eigentlich wollte ich doch gucken. Haben wir nicht, wir haben doch einen eingestellt, der das macht. Wann kommen die denn? Sicherheit, Kurier, Empfang, warte mal, Instandhaltung, 17 bis 21 Uhr. Oder ist der morgens schon, geht er kaputt und dann muss er bis 17 Uhr warten, bis da einer kommt und das repariert. Uff. Okay, ihr merkt schon, also so ein Unternehmen führen ist mal einfach gar nicht so einfach. Einfach gar nicht so einfach. Jetzt ist 18 Uhr, der Computer ist repariert, wobei es noch genug andere Stühle gäbe. Ja, also das läuft einfach nicht so richtig gut, ne?
Das läuft nicht so richtig gut. Wir brauchen auch mehr Aufträge. Die Druckaufträge sind alle weg. Ich meine, ich hätte letztes Mal einen also noch da gelassen und abgewartet. Ja, gut. So, jetzt muss ja gleich irgendwann mal hier der Patentanwalt kommen. Und da bin ich mal gespannt, ob wir dann Geld über das Patent kriegen. Gibt es hier so einen Button Patente? Lizenzen, ist es das? Das könnte es sein, ne? Lizenzgebühren ist ja das, was wir zahlen würden wahrscheinlich, ne? So, das treiben wir voran, das finishen wir. Dann nehmen wir mal den nächsten Auftrag an. So, was wir aber eigentlich machen wollten, ist ja jetzt die Bill Awards-Dinger veröffentlichen. Dann sind wir halt, ja, Kunst ist noch bei 85%. Da werden wir wahrscheinlich noch 2-3 Tage brauchen. Wir können ja mal im Blick halten, 85%, wie viel wir denn so an einem Tag schaffen. Also vorausgesetzt, es kommen mal alle. Ist ja auch nicht immer so. Ne? Ist ja auch nicht immer so gesagt, dass alle kommen. Das hier unten lassen wir mal laufen. Ehrlich gesagt, das können wir auch mal beenden, oder? Wir beenden das mal, damit wir alle unsere Kraft in unsere eigene Pressemitteilung stecken. Das macht vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Sinn, finde ich. Und vor allem haben wir mal ein bisschen mehr Übersicht hier. So, da haben wir nochmal, ja wundervoll, Anti-Crime. Schaffen wir auf jeden Fall, akzeptieren und los geht die wilde Fahrt. Schaffen wir locker, easy. So, warte mal, hier sind so viele Messages. Das sind die Kranken. 7 sind im Urlaub. Projekte 3 Team ist komplett im Urlaub. Haben die irgendwas Besonderes gemacht? Nee, ne? Nee, okay. Es gibt so viele Teams in einem ihrer Räume. Ja, es würde heißen, wir sollten vielleicht in jedem Raum eigentlich einen Computer mehr haben, damit die notfalls einfach nicht ausweichen müssen. Ich glaube, das werden wir an dieser Stelle mal ganz kurz, zumindest hier für das Core-Team, realisieren. Indem wir hier noch einen Schreibtisch aufbauen. Also wir bauen einfach mal das hier. Kopieren wir einfach mal nach hier. Mal gucken, ob das funktioniert, ob das hier reingeht. Scheint so zu sein. Also jetzt haben wir das Core-Team hier zum Beispiel sozusagen gesaved, indem wir sagen, wir haben hier einfach noch einen Schreibtisch mehr. Das ist gut. Hier brennt ja gerade nichts. Hier haben wir, wo, in welchem Raum ist denn hier überhaupt? Ah ja, es hat sich scheinbar erledigt schon. Das ist doch gut. Ich glaube, es war wahrscheinlich eben oben irgendwo, ne? Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie das hier aussieht, ob hier... Was ist denn das? Das ist das... Bum, 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 bum. Projekte 3 Team, ne? Wie viele Menschen sind denn in Projekt 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das ist halt ganz, ganz knapp, ganz genau, ne? Also da müssten wir nochmal gucken, ob wir das nicht... Es gibt schon wieder zu viele, aber das ist eine alte Meldung, die dürfen wir jetzt nicht, da dürfen wir uns jetzt nicht irre machen lassen. Aber wir könnten tatsächlich sagen, warte mal, ihr hier alle, ihr verschiebt euch mal um einen nach, oh scheiße, jetzt habe ich das eingesetzt, oh Gott. Ja, schade eigentlich auch. Ich wollte das eigentlich nur ganz kurz mal anders stellen. Sehr ärgerlich. Na gut, so ist es halt. So, und den müssen wir auch nochmal drehen. So, jetzt können wir hier den Stuhl dran setzen. Ach Mann. So. Dann jeweils die Lampe, dann den Taschenrechner, damit die schneller programmieren können. Sehr gut. Und noch eine Trennwand. Was ich mir auch vorgenommen habe, das werden wir auch noch umsetzen, wir werden noch eine Produktionsanlage bauen. So. Sehr gut. Und jetzt werden wir das hier verschieben, und zwar hier hin.
kopieren und zwar hierhin. Wahnsinn, ne? Und diese Pflanze wird erstmal gehen. Das heißt, wir haben hier auch noch mal einen Tisch mehr. So, nur für den Notfall quasi. Also, das ist nicht sonderlich schön, das gebe ich auch zu, aber naja, wir sind halt langsam in so einem Legebatterienstadium, also wo einfach alles ganz klar ist, dass wir es einfach nur noch als Legebatterie hier bewältigt bekommen. So ist das leider. Wir könnten auch hier nochmal einen Tisch hinbauen, das wäre auch noch eine Variante gewesen. Schade eigentlich, habe ich jetzt so nicht so schnell geschaltet. Ja, also in der nächsten Folge würde ich sagen, beschäftigen wir uns nochmal damit, eine Produktionsanlage einzubauen, damit wir vielleicht auch so einzelne Komponenten produzieren können. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Am nächsten Tag müsste hier Billowords fertig werden. 97% Kunst, das ist gut. Wobei, lass mal gucken. Ah, wir schreiben ja schon die Pressemitteilung, ne? Ja, ich mache mal Folgendes. Ich würde sagen, dass das Projekt 2-Team dann am Bugfixing arbeitet. Ich glaube, das macht Sinn. Zwei Companies requested their digital distribution. Das ist gut, das müsste ja sowieso von alleine laufen. Wir haben nur noch 56% Marktanteil. Irgendjemand ist damit eingestiegen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber gut, was soll ich jetzt anderes machen? Ne? Also, geht halt nicht mehr. Hier geht auch nicht mehr. Das ist auch seltsam. Das ist ja das Marketing-Team und die arbeiten, ihr seht ja, wie die Bescheuerten, aber es läuft hier nichts mehr weiter. Ich verstehe es nicht. Na gut. So, ja. Hier, vorantreiben. Wir können jetzt also das Ganze vorantreiben. Dazu würden wir erstmal die Pressemitteilung veröffentlichen. Das haben wir jetzt gemacht. Was ist es denn geworden? Proclivitas Incorporated is not well known in this market. They've already started work on Billowords. And it looks decently feature rich. They used a video to show off their product, but it doesn't inspire confidence in the product's quality. It is slated to release Juni 46. Ja, wir werden sie alle überraschen. Das wollen wir mal ganz schnell verwerfen. Tja, jetzt haben wir das alles fertig. Jetzt haben wir das alles fertig, ne? Wir können mal auf Review klicken. Review Billowords, Reviews, Kosten, dulüm, ihr Kunde, Tochtergesellschaft, Aussourcen. Okay, machen wir das mal. Fahren wir mal eine Review. Ah, da unten. Hier, da, guck mal. Review ist abgeschlossen, das ist doch gut. Tut sich da was? Das Support-Team, es ist alles ein bisschen durcheinander gerade. Noch sind die echt, machen die nicht so richtig viel, aber die müssen gleich auf jeden Fall ranklotzen. Das wird schon klar sein. Spätestens wenn World of the Rings rauskommt, müssen wir wahrscheinlich den Support für Billowords einstellen. Für diese billige Bürosoftware. Ich bin gespannt, was hier herumkommt. Beenden. So, Gesamtpunktzahlen 9,4 von 10, Reviewgenauigkeit 1,6% Fehler, das ist gut. Kreativität ist nur halb so toll. 2D-Artist, Wahnsinn, Code, sehr schön. Iterate. Pause Alpha Work to improve the design. If your software increases the potential and quality of the product. Nee, das ist schon okay so. Also, vielen Dank. Dann würde ich sagen, ist jetzt der Moment gekommen, das voranzutreiben. Beta-Phase. Ah ja, jetzt kommt die Beta-Phase. Okay, also ich dachte, wir veröffentlichen, aber offensichtlich veröffentlichen wir nicht. Nun gut. dann eben nicht. So ist das. Arbeiten die denn da dran jetzt? Man sieht so nichts, oder? Aber sie arbeiten irgendwie daran. Zwei Fehler haben sie schon behoben. Wo sitzen sie denn überhaupt? Sie sitzen da unten. Ja, die meisten arbeiten dran. Okay. Ich will mal nichts gesagt haben. Das Core-Team arbeitet an gar nichts. Momentchen mal, was ist denn hier eigentlich los? Jeder macht hier eigentlich, was er will und keiner macht, was er soll. Das ist doch verrückt. Go for it. Was ist denn hier das Problem? Audio ist das Problem. Naja,
Ja, das ist ein Problem vielleicht, ne? Das ist vielleicht ein Problem. Und jetzt hören sie auch schon wieder auf zu arbeiten. Also, gucken, ob das hier so ein bisschen vorwärts geht. Ich habe gerade das Gefühl, es geht nicht so richtig vorwärts. Ich habe auch das Gefühl, dass das hier immer noch zu viel, also, dass diese Meldung immer noch da ist. Krank. 11 Leute gingen in den Urlaub. Sag mal, ist es denn euer Ernst? Ja, genau. Ausgerechnet jetzt von Below Birds. Genau der richtige Moment. Genau der richtige Moment. Also diese Urlaubssache, die nervt mich, aber vielleicht. Vielleicht machen wir das wirklich mal so, dass einfach alle zeitgleich in den Urlaub gehen. Was haltet ihr denn davon? Gibt es vielleicht auch in der Wirklichkeit, nennt sich dann Betriebsferien. Da macht einfach der ganze Betrieb zu. Macht wahrscheinlich Sinn in solchen Momenten, wenn. Was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da? Warte mal, wir müssen noch mal ganz kurz gucken. Was brauchen wir? System Audio 2D. Nehmen wir 2D. Sandra wird in 2D weitergebildet. 2D, bitteschön. Naja, wir könnten natürlich auch ein 3D nehmen, aber. Also Betriebsferien, der ganze Laden macht zu, macht vielleicht besonders dann Sinn, wenn große Industrie, sag mal, Apparate da sind. Obwohl, das ist halt die Frage, ne? Fährt man die dann runter? Oder sagt man dann. Moment. Oder sagt man dann einfach, warte mal, wer bist du denn? Who are you? Du bist Aurelio Young. Okay, Aurelio Young. Aurelio. Wer bist du denn? Bist du der Lawyer? Weiß man nicht so ganz genau. Details? Nee, du bist du nicht. Du bist einfach der. Ach, warte mal, den fehlt hier ein Tisch, ne? Der ist der Lawyer, nämlich. Also hier der Anwalt steckt hier drin. Deswegen brauchen die hier noch einen Tisch. Das hatte ich natürlich nicht auf dem Schirm gehabt. Dass der Anwalt ja auch einen Rechner, also einen Arbeitsplatz braucht. Ja. Mich würde mal interessieren, falls noch jemand zuguckt, so ganz aktiv, ob er oder sie durch das Let's Play inspiriert wurde, dieses Spiel zu kaufen und vielleicht auch gar selber zu spielen. Also nicht nur den Kaufbutton zu drücken, sondern auch zu spielen. Das würde mich wirklich interessieren, ob das funktioniert hat. Some employees, wir sind unhappy with Jobs. Ja, das ist halt, wenn ihr nichts zu tun habt, ne? Finish. Warte mal. Wir finishen das mal. Und jetzt habe ich gerade noch so eine Eingebung. Ich werde jetzt hier ein kleines Anwaltszimmerchen bauen. Juhu! Ah, toll. Wir werden dem Anwalt eine kleine Kaschemme bauen. Hier so ein Anwaltsbüro. Glaube ich, ist genau das, was er so braucht. Sehr gut. Ich glaube, dann kann der einfach in Ruhe arbeiten. So. Dann kriegt er hier seinen Schreibtisch reingesetzt. Der kriegt natürlich auch einen schönen Schreibtisch reingesetzt. So. Und einen schönen Stuhl. Und einen schönen Computer. Und vielleicht auch einen Heizkörper. So. Direkt am Fenster, auch schön. Lampe auf jeden Fall. Kaffeemaschine kann er sich sonst wo holen. Das ist jetzt nicht so mein Thema. Ach, shit. Anwälte haben immer unfassbar viele Bücher, damit sie klug aussehen. So. Nicht genug Kühlung für heiße Sommertage. Mir egal. Mir egal, er kann in die Dusche gehen, wenn er Kühlung möchte. Was braucht er denn noch? Der braucht noch irgendwas für seinen Schreibtisch. Eine Lampe vielleicht? Beleuchtung, Umgebung, ja. Hier, sehr gut. Das ist jetzt hier der Anwaltsraum. Raumlimitierung nutzen, Teams wechseln. Achso, ja, genau, warte mal. Jetzt müssen wir nämlich. Pause. Wir machen ein neues Team. Teams verwalten. Team neu, Law. And Order. And Order. So, sehr gut. Also, das hier wird jetzt der Raum für Law and Order. Pass-through. Nö, muss da keiner.
Da muss keiner durchlaufen. Okay. Und jetzt werden wir den Mitarbeiter. Ja, aber welcher ist es jetzt? Das ist die wilde Frage. Irgendjemand im Support, im Research-Team, ne? Aurelia Young ist es nicht. Ist es er? Nee, sie ist es. Ist das eine sie? Ja, wahrscheinlich ist das eine sie. Bürosoftware, Antivirus. Okay. Wie kriege ich jetzt raus, wer der Lawyer ist? Weiß man nicht, ne? Muss ich die jetzt alle ankreuzen, sagst du? Warte mal, bei der Arbeit. Also alle müssten jetzt bei der Arbeit sein. Er ist es schon mal nicht. Ich hatte den ja den Research-Team. Hier, er ist es. Sehr gut. Sie ist es. Beatrice Groß. Okay, Beatrice, du bist jetzt ab sofort in einem eigenen Team. Und zwar in dem Team Law and Order. Sehr gut. Und hier werden wir das Ganze auch nochmal dem Research-Team wegnehmen und dazu das machen. Dann haben wir das jetzt ein bisschen bereinigt und der Anwalt hat ein eigenes Büro. Finde ich persönlich eine gute Sache. Ich hier mal eben. Ach, Mann, ich verklick mich dauernd. Ist nicht so schön. Wir werden hier mal ein paar Lampen aufstellen, damit die Leute auch sehen, wo sie hinlaufen. So. Und vielleicht auch noch ein paar Blümchen. Warte mal, haben wir nicht noch ein paar Blümchen? Das hier auf jeden Fall schon mal machen. Und jetzt mal noch ein paar schöne Blümchen hier rein. Hier, drei Stück haben wir noch. Können wir das hier mal hier so zumachen. Damit klar ist, dass wir hier gerade nicht durchgehen können. So. Hier ist noch gesperrt quasi das noch. Ah ne, warte mal, das ist ja eine. Und schon ändern wir es wieder. Wir müssen ja da durchlaufen. Da ist ja ein. Ist ja der Aufzug. So. Mann. Aber so ist es ja gar nicht schlecht. Warte mal, da muss auch noch mal eine Lampe hin. Ja, finde ich gut. Also Chefarzt. Nicht genug für Sommertage. Das finde ich übrigens auch, wenn ich mich schon so verspreche, gar keine schlechte Idee. Das Ganze hier nochmal mit so einem, das werden wir mal entwickeln hier, das ist ja furchtbar. Das Ganze nochmal mit so einem Klinikaufenthalt zu machen, also das wäre ja cool. An employee has complained. What the fuck? Aurelio Young, was ist denn jetzt dein Ding? Die Büroumgebung ist miserabel, das ignorieren wir. Denn das wird sich morgen ändern, weg mit dir. In zu viele Leute in einem Team. Ja, das wird sich auch ändern. Okay. Das ist einfach gerade so. Das ignorieren wir einfach. Das macht auch gar keinen. Also es macht einfach keinen Sinn sonst. Aber wir können hier nochmal. Vielleicht einfach mal schnell noch ein paar. Einfach mal ein paar Fenster einbauen. Stockenduster ist. Sehr gut. Dann sieht das auch wieder ein bisschen hübscher aus. Also ich finde das gut, dass wir hier oben so eine Etage haben, die wir immer noch mal auffüllen können mit Zeugs. Finde ich gut. So, Requested Digital Distribution. Ja, macht ruhig. Macht ruhig. Das hier ist, finde ich persönlich wirklich ein bisschen nervig, dass wir jetzt hier so viel zu klicken haben. Support, das werden wir leider verwerfen, es tut mir sehr leid. Und auch den Designwunsch müssen wir leider verwerfen. Sehr traurig, aber wir sind so mit den eigenen Sachen beschäftigt. Ach guck mal, ja, wundervoll. Jetzt sitzt die arme Frau hier, die arme Lawyerin. Oh, und ist auch schon wieder weg. Arbeitet die nicht so lange? Momentchen mal. Wie hieß die denn nochmal? Ist ja auch egal, wir können ja hier nach dem Team gucken. Genau, was sind denn deine Arbeitszeiten? Not affected by team compatibility. Skyscraper prefers working on upper floors. The higher, the better. Na, das bedienen wir ja wundervoll. Meine Boni machen mich glücklich. Ja, das sagen die Anwälte immer. Viel Geld bekommen für wenig Zeugs. Das kann man schon mal sagen. So, du bist im Marketing, dann wirst du natürlich auch im Marketing weitergebildet. Ja, Wahnsinn. Also ich finde es gut, was wir mittlerweile mit unserem Unternehmen erreicht haben. Vieles sieht ein bisschen dysfunktional aus tatsächlich. Also hier diese komischen, ne, hier diese Klimageräte, das finde ich irgendwie ein bisschen, naja, ich weiß auch nicht. Das passt irgendwie nicht so richtig, aber naja. Ich glaube auch das Spiel hier wird von einem Ein-Mann-Unternehmen gemacht. Von daher
sind wir da einfach mal entspannt und sagen, ja, schönes Spiel. Schönes Spiel, kann man nicht anders sagen. So. Hier vorne im Nebengebäude läuft sowieso alles so, wie es soll. Das ist auch gut. Ja, und die Kisten stapeln sich auch nicht so wirklich. Das ist auch gut. So, machen wir den Auftrag mal jetzt hier. Bams. Vertrag erfüllt. Ich sag mal, die Reputation hier vorne interessiert mich gerade gar nicht so sehr. Wie ist denn das? Mein Team ist noch im Urlaub, oder? Ja, das Projekt 2 Team ist noch komplett im Urlaub, deswegen können die gerade auch keine Fehler beheben. Aber ich sag mal, ist auch der richtige Moment, in Urlaub zu gehen. Das Billowords Projekt ist ja in der Alpha-Phase abgeschlossen worden. Jetzt werden ja hier nur noch die Fehler behoben und dann wird es released und dann ist super. Ja. Dann ist einfach super. Ich überlege gerade, vielleicht hätten wir 2 Lawyers einstellen sollen. Die arbeitet halt schon ziemlich langsam. Ne? Obwohl sie arbeitet, aber sie ist auch jetzt nicht die schnellste von der Welt. From of the world. Naja, gut. So, Scott Todd will weitergebildet werden. Momentchen mal. Scott Todd kann sogar gar nichts. Scott Todd. What? Scott Todd, was ist jetzt dein Ding? Du kannst gar nichts? Du bist im Support-Team und kannst gar nichts? Und jetzt müsst du einfach eine Fremdweiterbildung machen? Momentchen mal. Also das sehe ich irgendwie gerade nicht so. Du hast einen Punkt bei Support und jetzt willst du hier noch was anderes lernen. Ja gut, also ich sag mal, das machen wir mal, aber also wirklich auch nur, aber dann machen wir dich zum 3D-Hengst. Ja gut, also da kann jetzt mal keiner meckern, dass unser Unternehmen die Mitarbeiter nicht fördert oder so, ne? Also da machen wir ja schon ordentlich was. 5 Leute gingen in den Urlaub, also immer ehrlich, das hört überhaupt nicht mehr auf mit dem Urlaub, oder? Also, lass uns da nochmal gucken. Ich möchte nochmal schauen, die Teams, ob das nicht sinnvoller ist. Aber also das Law & Order Team macht natürlich auch nur einen Monat Urlaub. Was glaubt ihr wohl? Ob das nicht sinnvoll ist, zu sagen, komm, wir gehen alle mal in den Urlaub. Außer die, hier die Support-Leute, die müssten sich vielleicht absprechen. Das finde ich gut hier zum Beispiel, dass die so nacheinander geschaltet sind. Und vielleicht auch Core müsste nacheinander geschaltet sein. Wobei hier ist ja eine dazwischen. Pass auf, dann nehmen wir doch hier mal den Juni. Und das Core Night Team auch dann im August. Also so ein bisschen wie die da unten quasi. So. Und im Juli haben wir dann nochmal 3 Teams. Und zwar das Research Team, das Marketing Team und das Law & Order Team. Alle gehen in Urlaub. Naja. Und hier haben wir Projekt 1, 2 und 3. Die gehen halt alle so ein bisschen verstreut in den Urlaub. Wer ist denn, wenn wir da sagen, April, Mai und Juni? Ne, Juni ist blöd, da gehen schon so viele. Wer ist denn mit März? Machen wir das mal. März, April. Mai. Also dann ist das so, dass wir ständig Urlaubsmeldungen kriegen. Ich weiß nicht, ob ich das möchte, tatsächlich. Ja, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Alternativ könnte man sagen, Research Team, warte mal, Juli, Law & Order Marketing. Können wir da ein kleines Projekteteam vielleicht mit reinsetzen? Sagen wir mal, wie wäre es denn mit Mai, Juni, Juli? Aber wir lassen es erstmal so. Wir lassen es erstmal so. Ich will nicht so viel nachdenken an der Stelle. Ich bin heute nicht fürs Nachdenken aufgelegt. So, 5 Leute gingen in Urlaub, Core Night Team, naja. Man weiß es nicht. Alle gehen irgendwie in Urlaub. Das ist ein bisschen blöd, wenn man selber hier vorm Computer sitzt und denkt sich so, oh, ich bin so urlaubsreif, ich kann gerade auch nicht mehr. Ich will einfach nichts tun, ich will einfach niemanden sehen, ich will mich mit niemandem beschäftigen. Ich will einfach nur Urlaub haben, vorm Rechner rumgammeln, zocken, nichts tun, so. Ich glaube, das mache ich jetzt mal
Ihr wisst, die Folge hört auf, wie sie angefangen hat. Ich gehe jetzt mal in die Küche und esse jetzt mal was. Und gleich komme ich wieder und nehme die dritte Folge am Stück auf von Software Inc. Das wird dann der Freitag sein. Bis dahin, tschüssing.